Hallo, liebe Kinder und Freunde der Maskengeschichte. Heute fliegen wir nach Nigeria. Nigeria liegt in Westafrika. Der Name Nigeria wurde vom Fluss Niger abgeleitet, der durch das Land fließt. Nigeria hat mehr als 250 ethnische Gruppen und über 510 Sprachen, aber die offizielle Sprache ist Englisch. Das Land ist reich an natürlichen Ressourcen wie Öl, Kohle, Gold, Silber, Blei, Zink und mehr. Etwa 60% der Einwohner Nigerias sind jedoch in der Landwirtschaft tätig. Masken sind hier ein Merkmal der traditionellen Kultur und Kunst der Menschen und den meisten Ländern Westafrikas. Sie haben eine spirituelle und religiöse Bedeutung und werden in Tänzen sowie bei sozialen und kulturellen Veranstaltungen verwendet. Der Maskenträger wird in dem Moment, wo er die Maske aufsetzt, zu einer Art Medium, das ein Gespräch zwischen Mensch und Geist herstellt. Das Maskenmachen ist eine Kunst, die von Vater an den Sohn weitergegeben wird. Und jetzt zu unserer Kreativecke. Wir brauchen die Schere, Radiergummi, Bleistift, Leim, Farben, die euch gefallen, Pinsel, Schneidemesser und einen Pappkarton, wenn ihr diesen übrig habt. Als erstes zeichnet ihr euch die Kontur eurer Maske vor und schneidet diese mit der Schere dann aus. Die Augen schneidet ihr am besten mit einem Schneidemesser aus. Achtet hierbei darauf, dass ihr eine dicke Unterlage benutzt und vorsichtig schneidet, da das Messer sehr scharf ist, wie ein Skalpell. Als nächstes verwendet ihr die Pappreste für die Verzierungen. Diese sehen wie einfache Formen aus, wie Dreiecke oder Kreise oder Wellenmuster. Alles ist möglich. Tobt euch aus! Klebt nun eure Formen auf die Maske, um eine Art 3D-Effekt zu erzielen. Jetzt malt ihr nach Belieben schön kräftig eure Maske aus. Hier gibt es wieder keine Regeln. Je bunter, desto besser. Zum Schluss könnt ihr euch ein Band an die Seiten der Maske befestigen, um die dann nicht halten zu müssen. Wir freuen uns auf die nächste Reise. Euer Schülerclub aus Berlin im Schöneweide.